Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Lost Crown. Und ich habe eigentlich gar keine so richtige Idee, was ich machen soll. Ich hoffe einfach nur, dass ich entweder hier einen Hinweis bekomme wegen dieser Höhlen. Vor allem, weil er auch schon so dezent dorthin geht. Aber ich wollte noch mal gern zum Maler. Der Maler redet ja nicht mit uns. Entschuldigen Sie, aber... Hört sich ein bisschen an wie so ein Indianer. Seltsam. Kann ich hier vielleicht mit dem Brot irgendwas machen? Nein. Das hat mich auch noch erinnert, weil... es hieß immer, dass man mit trockenem Brot oder sowas auch Kohlezeichnungen wegmachen kann. Habe ich mal wo gelesen, aber... Ich glaube, man benutzt dafür eher Schwämme. Geht er rein? Ach, diesmal geht er rein. Diesmal sagt er nicht Hallo. Ist jemand hier gewesen? Ja, nicht nur hier gewesen. Ich glaube, der ist noch hier. Ja, hallo. Wie er mich schon anguckt. Ah, der Typ schon wieder. Seltsame Kreaturen in das Grundgestein gemeißelt. Ja, das letzte Mal konnten wir zwar in den vorderen Bereich mit rein, aber nicht weiter. Dank seinen Lampen können wir jetzt weiter. Hardacre? Professor, also hier verstecken Sie sich? Bei den Krabben und Fischköpfen? Was wollen Sie, Danvers? Ist der Schatz unter diesen Felsen verborgen? Wenn Sie genau genug hinsehen, erkennen Sie die Zeichen. Wegen unseres letzten Treffens gestern Abend auf der Hafenmauer. Treffen? Ich habe Sie nicht getroffen, Danvers. Wir haben uns gestern Abend getroffen. Ziehen Sie ab, Danvers. Ich habe zu arbeiten. Also entweder tut er so, als wüsste er nichts, oder er weiß wirklich nichts. Was können Sie mir über die verlorene angelsächsische Krone erzählen? Die Dinge, die verloren sind, warten darauf, gefunden zu werden. Aber was ist mit jenen kostbaren Gegenständen, die verborgen wurden? Aus gutem Grund verborgen. Sollten wir nach Schätzen suchen, die wir nicht finden sollen? Ja, das ist doch nur eine Volkssage, oder nicht? Man braucht Können, Scharfsinn und einen starken Willen, um das zu finden, was da draußen in den Fels verborgen ist. Dies ist ein altes Land, das denen gegenüber, die mit geschlossenen Augen darin herumstolpern, äußerst unbarmherzig sein kann. Also ich glaube, dann kommt der Schatz, das ist wirklich die letzte verlorene Krone oder so. Kennen Sie örtliche Geistergeschichten? Nehmen Sie das Cottage, in dem Sie wohnen. Harbor Cottage. Wissen Sie viel darüber? Wollen Sie sagen, dass es in dem Cottage spukt? Hören Sie heute Abend genau hin, wenn Sie einschlafen. Hören Sie auf die Geräusche. Geräusche? Was für Geräusche? Das werden Sie früh genug erfahren. Das ist immer so. Okay. Und sonst ist ja nichts. Da gibt es wahrscheinlich irgendwas anderes noch zum Auswählen, was ich nicht wollen Sie sagen, auswählen kann, weil das mir irgendwie komischerweise halt nicht angezeigt wird. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wichtig ist, dass wir mit ihm reden müssen und alles, aber ich komme halt nicht aus diesem Gespräch raus. Das ist das Problem. Ich musste jetzt das Spiel Hardcore beenden, damit das geklappt hat. Ich gehe einfach mal weiter und guck mich um. Es ist zu dunkel, um es mit eigenen Augen zu sehen. Dann nimm eine Lampe mit. Du hast ja keine, ne? Nee. Oh, das ist doof. Jetzt weiß ich nicht, ob wir mit dem reden müssen oder nicht. Nicht so schnell, denn das. Ja, Professor? Was ist in diesem Paket? In welchem Paket? Ich habe den Stationsvorsteher gesehen, der damit gekämpft hat. Durch die Fans von Zedgemarsh. Oh, das. Keine Sorge. Das ist nur Ausrüstung. Archäologische Ausrüstung? Möglich. Ich schätze, ich sollte sie abholen. Sie wartet auf Sie, auf dem Bahnhof von Saxton. Gehen Sie nur. Ah, okay. Ja, da bin ich ja froh, dass es doch weitergeht. Da bin ich sehr froh drüber. Gut, dann auf zum Bahnhof. Okay, dann sind wir jetzt beim Bahnhof.
vom 6. Hier soll es jetzt ein Paket für uns geben. Ich nehme an, das, was da steht, oder? Das da? Hm, was ist das? Da, Nigel, denn was? Das Haddon-Paket. Das öffne ich, wenn ich allein bin. Also jetzt auf zum Harbor Cottage. Weil da bist du ja alleine, oder? Wir können zwar auch hier öffnen und alles, aber ich glaube, das weiß ich nicht. Nee, öffne das lieber im Harbor Cottage. Ist, glaube ich, besser. Wenn du es dort öffnest. Dann hätten wir ja gar nicht gesehen, den Zettel. Den Zettel haben wir ja schon vorher gesehen. Oder hätte sie da auch schon gesessen, obwohl sie den Zettel nicht an die Tür gemacht hat? Ach, keine Ahnung. Was soll ich da? Ich weiß das nicht. Trautes Heim. Für den Augenblick. Ja, für den Augenblick. Und jetzt öffnen wir mal und gucken mal rein. Was ist es? Ich ahne ja Schlimmes. Das sieht mir im ersten Moment aus wie... Diese Apparate sind eine bunte Mischung. Einige scheinen neu, aber andere haben mindestens ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Ja, das sah ein bisschen aus wie Diktiergerät und Kameras. Geschätzter Mr. Danvers, wie nett von Ihnen, gestern Abend anzurufen. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Wissen Sie, mir ist absolut klar, was Sie gesehen haben, was Sie gestohlen haben und wo Sie sind. Mr. Herr und Mr. Crow brennen darauf, Sie zu erwischen und Ihre Daten zurückzubekommen. So oder so. Doch im Moment können Sie mir bei meinen Forschungen behilflich sein. Ich habe nicht oft einen so enthusiastischen Helfer direkt vor Ort. In der Kiste vor sich finden Sie eine Reihe netter kleiner Gerätschaften. Einige sind noch im Experimentierstadium und eher ungewöhnlich, andere sehr simpel. Bedenken Sie, dass die Geräte nicht das sind, was sie zu sein scheinen. So wurde zum Beispiel das klobig wirkende EMF-Messgerät merklich verbessert. Ich glaube, Sie werden recht beeindruckt von seiner Empfindlichkeit sein. Das Diktaphon hat ebenfalls ein paar neue Funktionen. Ich habe noch eine Reihe hochempfindlicher Magnetbänder dazugelegt. Denn man weiß ja, dass diese MP3-Diktatphone nutzlos für echte EMF-Aufnahmen sind. Manchmal funktionieren die traditionellen altmodischen Methoden eben am besten, finden Sie nicht? Wozu braucht man immer das Neueste? Viel Glück, Nigel. Ich freue mich auf Ihren Bericht. Erfolgreiche Jagd. Mr. Haddon, PS, kommen Sie nicht auf die Idee, aus Sexton zu verschwinden. Sie haben Arbeit vor sich und ich hasse Enttäuschungen. Ach du Scheiße, was ist das alles, was er da jetzt hat? Haddon muss großes Vertrauen in mich haben, dass er mir dieses Paket schickt. Geisterjagd. Ich schätze, das Harbor Cottage ist perfekt, um mit den Experimenten zu beginnen. Hier verbirgt sich etwas. Später könnte ich Hilfe gebrauchen. Diese Ruben Lucy scheint gar nicht so übel zu sein. Vielleicht habe ich sie nur auf dem falschen Fuß erwischt. Welcher Verbindung steht sie zum Harbor Cottage? Irgendwie an lokale Informationen gelangen? Ja, das öffnet ja erst nachmittags. Und Folklore erfahren wir ja auch erst abends von dem Schmied. Mehr Hinweis über den verlorenen Schatz finden, könnte die Krone tatsächlich existieren. Wem gehörte das Harbor Cottage vor den Mankless? Orte finden, um die Geisterjagdgeräte auszuprobieren. Die Stadt ist aufgewacht. Die Gelegenheit, noch etwas mit den Einheimischen zu plaudern, ihr Vertrauen zu gewinnen. Wer würde mir einen Brief mit vergifteter Tinte schicken? Ach, das ist vergiftete Tinte. War gut zu wissen. Hm, was ist das? Gute Frage, nächste Frage. Was ist das? Environ Camp, Environ Meter. Die Benutzeroberfläche. Also das da, das Ganze ist die Bildschirmanzeige. 2 ist lokaler Elektronenmagnetus. Dings, okay. Lokale Temperatur, Stromquellenanzeige, EME-Wellenmonitor, Touchscreen-Menü, direkte Steuerung, digitale Auto und Dings da, wo ist denn die 7? Die 7 ist hier gar nicht drauf, aber. Okay, werfen Sie einen Blick ins Unbekannte. Man weiß nie, was zurückschaut. Ja. Okay, die Umgebungskamera ist keine normale Netzwerkkamera. Sie ist die einzige kabellose Netzwerkkamera, die eine vollständige Umgebungsübersicht und eine direkten Einklickbedienung zum Schwenken, Neigen, Zoomen bei gleichbleibend scharfen Bildauflösung bietet und all das ohne den Einsatz beweglicher Teile, das heißt ohne Materialabnutzung. Kurz gesagt, sie definiert den Begriff Netzwerkkamera völlig neu. Dadurch konnte er uns auch sehen, ne? Qualitativ hochwertige 2-Wege-Audioübertragung, widerstandsfähiges Design
Umfangreiche Software, hochentwickelte Video- und Eventmanagement inklusive Environ-Schedule, vollautomatisches Fokussieren, Kontrast, bla bla bla. Okay, eine Überwachungskamera, sowas in der Art. Über den Elektronen-Monitor. Der Monitor zeigt die lokale auftretende Menge elektromagnetischer Energie an. Ist die kollektive Bezeichnung für diverse unterschiedliche Strahlungsarten. Diese reichen in ihrer Stärke von Radiowellen und der Abstrahlenergie, zum Beispiel von Glühwürmern, bis hin zu stärkeren Energiewellen, wie zum Beispiel Mikrowellen, Röntgen, Gammastrahlen. Dann enthält es über ein integriertes Messgerät. Dieses erkennt veränderte magnetische Felder und wandelt die Quellen in digitale Informationen um. Was verursacht ungewöhnliche elektromagnetische Fluktuationen? Die Hatton Corporation, das ursprünglich für den Einsatz des britischen Militärs entwickelte. Bla bla bla. Was ist. Achso, das ist. Ich weiß noch nicht, was ich damit tun soll. Ich weiß noch nicht. Ja, ich denke mal, die eher irgendwo ransetzen und dann war's das. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir ja noch ein paar Sachen. Ach, die sind jetzt hier vorne gelandet. Das ist jetzt. Ein Camcorder mit Nachtsichtgerät. Mit Nachtsichtgerät. Eine Digitalkamera mit Bewegungssensor. Ein analoges Diktaphon, sprachaktiviert. Ein elektronisches EMF-Messgerät. Und das? Das Instrument der Wahl für den Anfang. Oh Gott, das lese ich jetzt nicht alles durch. Ja, ich kann mir schon denken, wofür das gut ist alles, ne? Gucken wir mal. Da ist etwas. Vielleicht hilft ein anderer Apparat. Oh, das ist so unheimlich. Nichts. Vielleicht sollte ich einen anderen Apparat ausprobieren. Ja. Hat ja nicht mehr so viel, ne? Okay, das war die Kamera. Okay, gut. Aber man sieht doch deutlich sowas wie eine Tür, finde ich. Oh, vor sowas habe ich immer Angst. Aber ich glaube, der macht nichts, oder? Das sieht man doch. Scheiße. Oh, ich hab Angst. Ich hab richtig Angst. Ich hab so. Oh, nee. Diese Tür. Ich weiß, das ist so pipapo und. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Auch nicht. Ah, guck mal. Das ist nicht richtig. Aber ich habe das Bild gemacht. War hier sonst noch irgendwas? Beim Telefon können wir ja sagen. Das ist nicht richtig. Upsa. Nein, das wollte ich nicht. Das mit der Katze könnte ich ja auch noch machen, ne? Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was dort drin ist. Kann ich eigentlich die Sachen hier hinzufügen, die ich gemacht habe? Da dieses Foto zum Beispiel? Das ist nicht richtig. Okay, hätte sein können. Dann nehmen wir ins Fotoalbum kleben. Dieser Ort scheint sicher. Ich habe jeden neuen Beweis zur Sammlung hinzugefügt. Wow, der hat aber viele Fotos gemacht, von denen ich noch gar nichts gemacht habe. Was? Okay. Okay. Ich habe doch schon Fotos gemacht. Ah, guck, da ist das eine. Da ist die Frau. Sonst habe ich ja noch nichts, genau. Okay. Kiste mit der imaginären Katze drin. Da würde mich jetzt auch mal interessieren, was sich da zeigt.
Das ist so schlimm, weißt du? Einerseits interessiert es mich richtig enorm, aber ich habe auch Angst davor zu sehen, was dort zu sehen ist. Aber ich glaube, ich kann mit der Dings nichts machen. Schade. Schade, schade, schade. Kann ich eigentlich mit der Kamera das draußen ist nicht irgendwie richtig. Was machen? Nee, ne? Kann ich sonst noch irgendwie... Das ist... Einfach drumherum klicken, bis zum geht nicht mehr. Stimmt, die Badewanne sah ja auch sehr speziell aus am Abend. Jetzt sieht's... Ah, bei der Badewanne kann man also auch da was machen. Da ist etwas. Viel. Vielleicht mit einem anderen Apparat. Nichts. Also so ist nichts zu sehen. Mit der Kamera. Warum ist die Perspektive auf einmal so? Da ist etwas. Vielleicht hilft ein anderer Apparat. Ja, warum war jetzt plötzlich... Warum ist die Perspektive auf einmal so? Ist ernsthaft, warum? Ich habe doch gar keinen anderen Apparat mehr. Ich habe das Dings, aber... Davon habe ich bereits... Ja, deswegen... Einen anderen Apparat habe ich ja nicht. Was ist das? Was ist das? Das habe ich mir schon mal angeguckt. Das ist nicht richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Ich einfach rausgehen? Absolut keinen blassen Dunst, was ich jetzt machen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass hier irgendwie Zeug ist, was nicht so ganz koscher ist. Okay, ich werde einfach mal einen Schnitt setzen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und entweder gehe ich wieder zurück ins Cottage, aber ich muss da gerade einfach mal raus. Oder vielleicht habe ich hier draußen jetzt irgendwie was zum Fotografieren oder sonstiges. Mal sehen, mal sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Teil.